Erst heim, einfach heim. Ich will nur meine Sachen lagern. Was? Hast du schon ein bisschen Kochen geskillt? Ja. Okay. Ich habe nämlich noch Fleisch im Inventar, aber ich kann daraus nichts machen. Weißt du, was wir machen könnten? Ja. Hier könnten wir Fort Knox bauen. So wie wir es schon immer hatten. Und auf der anderen Seite bauen wir einfach Dingsbums. Bauen wir einfach so einen riesen Garten oder sowas. So, wo wir, ne, auf der einen Seite, wo wir unseren Blutmond so ein bisschen verlagern, verbunkern, verbarrikadieren. Und auf der anderen Seite, wo wir eigentlich leben. Ja. Das nehmen wir mal mit. Das kann da bleiben. Wir haben keinen Platz mehr. Ernsthaft? Selbstgebautes Gewehr. Dagegen, wenn ich das nehme, im Vergleich anstelle von Pistole. Nimm du nur. Das nehme ich nochmal mit. Das kann hin. Das müssen wir halt echt nochmal sortieren irgendwann. Ich habe noch 3 Dietriche gefunden. Haben gar nicht mal wenig Waffen aktuell, ne? Nee, das stimmt. Wir haben 2-mal ein selbstgebautes Gewehr. Ich muss nur gucken, dass ich da ein Zielfernrohr finde. So, wo haben wir es denn? Hier, Getränke. Nein, hier, was ist da? Kochzutaten, das da, hier Essen. Warte mal, ich stecke in die Kochzutaten das ganze Fleisch rein, was ich habe. Ja. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Zeit, dass wir hier mal aufrollen. Aber erstmal, wie gesagt, hier ein bisschen besseres Equipment. Du denkst dran, dass du hier noch Fleisch hast in den Kochzutatenlisten? Ja. Mhm. Danke. So. Jetzt gucke ich nochmal, ob ich noch irgendwo Federn herkriege. Federn haben wir keine mehr, ne? Dass ich wusste. Motorwerkzeugteile. Molotow-Cocktail. So. Trübes Wasser nehme ich mal mit. Die Goldrutenpflanze auch. Daraus können wir nämlich gut Stuff bauen. Ansonsten sieht das alles ganz gut aus. Wenn wir danach sowieso zum Händler gehen, nehme ich mal das Geld mit und die Sachen, die wir dem Händler verkaufen können. So.
Weil wenn wir nämlich aus dem Wasser Tee kochen, läuft das nämlich wesentlich besser. Stimmt. Muss man halt nur was zu essen mitnehmen. Okay, das Fleisch hast du alles gebraten. Genau. So. Da höre ich doch schon wieder was. Warte, da muss irgendwo ein Hund sein. Upsi. Guck mal ganz kurz weggucken, Justin. So, und jetzt könnten wir eigentlich... Jo. Hallo, dicke Bertha. Sind aber viele Zombies unterwegs. Wir müssen eigentlich in die südöstliche Richtung. Naja, hier runter. Ich bin gerade das Kopier am Durchsuchen. Ja. Eine Level 3er Spitzhacke. Neues. Geil, eine Eisenspitzhacke sogar. Ich guck mal, was ich sonst noch so finde. Ich habe gerade, glaube ich, gefühlt ein glückliches Händchen dafür. Na? Achso, das war das Metallding. Ich habe keine Ausdauer. Vielleicht. Es ist doch unglaublich, weil ich keine Ausdauer hatte. Rotzvieh. Du kannst mich nicht wiederbeleben, oder? Nee. Verdammt. Ja, komm, passt schon. Diese scheiß Drecksmissgeburt. Das nächste Frohlig, was ich dem serviere, ist mit Glassplittern versehen. Ups. Und Chilisauce. Zum Glück habe ich ausgestellt, dass man sein Zeug verliert. Das ist mir dann zu blöd. Gut. Kriegt dann von mir ein Stück Schokolade. Aber nur der böse Wolf, okay? Kein lieber Hundi. Bin ich so blöd, einen Hirsch zu treffen mit dem Gewehr oder was?
Ich bin echt nur zu blöd, das Vieh zu treffen, oder? Eine Ausdauer, das ist unglaublich. Ich glaube, wir sollten hier normal lang laufen. Aktuell haben wir einfach viel zu viel Probleme mit Ausdauer. Naja. Ich habe noch einen Punkt. Sexueller Tyrannosaurus kann ich nicht machen. Packesel auf jeden Fall. Altes Lagerfeuer. Ich habe Jägersmann schon geskillt, ne? Wenn du irgendwie Rottenfleisch oder so findest, dann sag einfach mir Bescheid. Jo. Jo. Der Kai ist eine liebe Dame. Der verdreht immer den Jungs immer erstmal den Kopf. Natürlich. Jetzt schon wieder voll, ich habe 6 Dietriche. Das Fleisch. Hat doch schon wieder eine Töle. Das ist ein Stein. Ja, aber nicht. Vorne ist ein Huhn von mir. Bitte? Vorne läuft ein Huhn. Ja, lass gut sein. Ja. Ich will jetzt erstmal hier. So, das passt doch. Hast schon angefangen, ich bin nur nicht mal bei dir in der Nähe. Du achtest auf deinen Mitspieler. Nur ein Zombie weggeschlagen. Begib dich zum Sammelpunkt. Das sieht nach einer Mine aus. Ah. Warte mal, ich will mal gucken, ob wir hier eine Truhe. Oh, mir fehlt Holz. Warte, das kriegen wir noch schnell hin. Da baue ich nämlich einfach eine Holz. Dann baue mal eine Truhe irgendwo hin. Ja, ist ja gut. Einfach irgendwo einen Eingang. Dann können wir hier ja. Ich muss das nur aufschließen. Können wir nämlich noch den ganzen Kram, was wir nicht brauchen, reinschmeißen. Ups. Starten wir mal. Jo. Ich würde am besten vorgehen. Ich bin da ein bisschen dramatischer als du. Dann machen wir es halt nicht dramatisch. Warum dann auch? Wir wollen es ja nicht so. Ich habe ja eigentlich mit dir gesprochen. So. Lass mich vorgehen. Ich kann es dramatisch.
Ein leerer Wildwestsarg. Okay. Okay. Pilze liegen. Meine Güte. Ja, du bist doch der Harvester hier. Ja, bin ich ja auch. Ja, also. Ach, Mutti. Was komm auf, du sammelst auf. Ich hab keine Ahnung, wo du die ganze Zeit rumgammelst gerade. Ach, da unten. Von hier kamen wir. Ja, oh, hast du mich erschreckt. Ich dachte, was ist denn das für einer? Dann gehen wir halt hier lang. Gut, hier ist nichts. Scheint schon alles leer gemacht. Gut, da war auch nichts drin, in dem Dinger da. Okay. Wo fehlt denn hier noch was? Ah, zurück zum Händler. Ja, wir sind hier fertig. Okay. Okay. Was machst du da unten? Ich bin durch das Loch getaucht. Das geht? Ja. Kannst hier nicht atmen? Ja, eine Minute die Luft anhalten ist aber schon eine Menge, ne? So, da müssen wir mal gucken. Warte, machen. Hallo, Huhn! Es wollte einfach nicht gehen. Ich würde sagen, ich lege erstmal alles ab, was wir legen. Wir machen, legen erstmal allen Müll ab und dann gucken wir mal. Ich habe schon alles mitgenommen. Geht das? Das ging? Okay. Ja, ich hatte Platz dafür. Ja, gut. Ich habe nämlich noch ein bisschen Platz. Ich würde nämlich gerne mal gucken, was du alles noch hast. Warte mal. Ja, ja, ja. Bevor wir jetzt hier großartig irgendwas machen. Ich lege jetzt nochmal meinen ganzen Müll hier in diese Truhe ab. Ja. Dann guckst du mal, was du da noch mitnehmen kannst. Wenn du noch Federn hast, leg die gerne rein. Kann ich noch mitnehmen. Ich habe noch Messing dabei. Und auseinandernehmen hat 36 Federn gegeben, das war gar nicht schlecht. Ja. So, warte. Also das ist das, was du nicht mehr mitnehmen konntest. Ja. Gut. Dann habe ich den Rest. Steinpfeil, dafür brauche ich noch Holz und kleine Steine. Passt aber. Was zum Geier? Na, ich muss eher was trinken. So, jetzt kommen wir los. Hier ist noch Fleisch. Ja.
Hast du noch Steine vielleicht? Ja, hab ich. Lass sie mal fallen. Danke. Ich will nämlich nochmal gleich mal ein paar Beile machen. Gut. Gehen wir einfach zurück zu der alten. Scheinwerfer kann ich bauen. Willst du den Wolf ausnehmen? Ja. Willst du den Wolf ausnehmen? Den was? Den Wolf. Wo? Der hier noch lebt. Klar, kann ich machen. Au. Ja. Da sollte man nicht in den Stacheldraht rennen, wie so ein Bekloppter. Wo? Achso, hier liegt noch ein Wolf. Ja. Ja, ich getötet hat vorhin. Kleine Drecksau. Warte mal, vielleicht kann ich hier noch ein bisschen Kohle mitnehmen. So, dann gucken wir mal. Also gleich den Müll verkaufen. Je nachdem, ob du schon was hast. Ja, ich habe Hopfensamen bekommen. Du hast was? Hopfensamen. Das ist gar nicht mal schlecht. Hast du dann auch mal Helmlichtmod, jawohl, die nehme ich. Und Mündungsbremse-Mod oder Molotow-Cocktail? Nimm Molly. So, was habe ich denn hier zum Verkauf? Ich glaube, den ganzen Müll hast du. Ich hab nichts zu verkaufen, wirklich. Doch, nur mindestens mal das normale Geld. Müsstest du. Ach ja, haben. Hier, 32, ja. Warte mal, wie macht man die Helmlichtmod an? Ich glaube mit L. Oder mit T. Nee, T ist nett. Warte. Helmlichtmod. Ja, das bringt mir aber in dem Sinne nichts. Sag mal, bin ich blöd? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich glaube, ich habe aus Versehen den Flugmod aktiviert. Mit F macht man es an. Warte mal. Okay. Mal eine Frage, wie haue ich denn diesen Schwebemod raus? Ich habe jetzt irgendwelche Knöpfe gedrückt. Ich glaube, das war H. Ja, okay, Entschuldigung. Alles gut, was passiert halt mal. Na, das bist du gerade schon. Ich will nämlich gucken, ob ich noch irgendwas kaufen kann bei der alten. Ja, kannst gleich gucken. Ich weiß noch nicht, ob ich noch irgendwas habe, was ich der alten verkaufen könnte. Thanks for letting me take care of you. Lass gucken. And tell your friends. So. Werkzeuge, Dietrich, Schraubenschlüssel würde ich gerne mal nehmen. Boah, da kostet viel zu viel.
hast du denn für Waffe? Stahlvorschlaghammer kostet auch. Es geht eigentlich, aber brauche ich persönlich jetzt nicht. Holzsplitter-Mod kaufe ich mal für die Axt. Genauigkeit beim Schießen aus der Hüfte. Nein, was haben wir denn noch? Bogenschießen kostet auch alles Schweine viel, ne? Eisenspitzhacke Level 4. Die Kunst des Bergbaus. Remember me if you need medical supplies. So, super, dann kann ich doch schon mal anfangen, Holz zu machen. Also ich habe jetzt nichts mehr zum Verkaufen. Ich muss erst mal gucken, dass ich, ne, dass wir nach Hause kommen und den ganzen Kram ablegen und dann müssen wir mal schauen, wie wir es machen, ob wir anfangen und einfach mal ein bisschen aufräumen. Bevor wir jetzt großartig weiter mit irgendwelchen Quests machen. Das war eigentlich ganz cool, wir haben direkt zwei Stück auf einmal machen können. Ja, das ist echt gut. Sieht's eigentlich auf der Map aus. Was geht? Zwei Kirchen direkt nebeneinander. Das ist schon echt Glück. Ja, ja, das ist echt Glück gewesen. Aber wir machen erstmal die eine fertig. Auf jeden Fall. So. Hast du noch Gammelfleisch bei dir? 11 Stück. Dann gib mir die mal bitte. Sie einfach... einfach liegen lassen. Dann würde ich nämlich schon mal anfangen, ein bisschen was zu bauen. Ja. Guck mal, ob wir noch Nägel haben oder ob ich jetzt alle... Nägel hatten wir nicht viele, ne? Also in der Kiste, wo ich bin, sind keine Nägel drin. Ja, ich habe zwei Stück genommen. Naja, auch nicht hier. Gut, ich würde nämlich ganz normal bei dem Dingsbums bleiben. Ah, Nitratpulver brauche ich. So, dann müssen wir nur mal gucken, wo wir das machen. Ich fand das am Anfang eigentlich gar nicht schlecht. Mit den Kisten hier am Anfang. Ja. So, die Frage ist jetzt hier erstmal Rohmaterialien. So. Was? Nee, ich will ja hier, ich will es ja hier wohnlich haben. Da brauche ich das mit, brauche ich das Gammelfleisch hier nicht. Noch nicht. Hier wohnlich und drüben. Nee, drüben wohnlich und hier eher so verteidigungsmäßig. Ja, genau, genau. Stimmt, das. So war das ja. Kochzutaten, das kann dahin, das kann dahin, das. Das Fleisch genauso. Ist denn noch irgendwo Kohle? Weiß ich nicht. In der Kiste vielleicht, oder? Ich muss mal gucken, weil das wird nämlich langsam knapp hier. Wir haben nicht mehr so viel. Ja, 101 mal. Ja, dann legst du einfach ins Lagerfeuer erstmal, würde ich sagen. Jo. Lass mal ein bisschen Fleisch essen.
sieht ganz gut aus. Muss mal ganz kurz Bibi machen. Ja, mach das. So, dann bin ich wieder. Jo, Baby. Sekunde, ich muss mal ganz kurz nach meinem Pokémon gucken. Jo. So, was haben wir denn hier? Ja, 2,9, das ist okay. Kann sich nur noch um Minuten handeln, dann bin ich eigentlich wieder ready. Ja, ich muss halt nebenher noch ein bisschen Kohle sammeln. Keine Ahnung warum. Alles gut, geht ja vor. Bitte? Geht ja vor. Ja. Da habe ich echt von 20 Turnieren ein Turnier verloren. Alles gut. Das ist nicht so geil. Das ist immer das Problem, wenn zum Beispiel, wenn es jetzt zum Beispiel so ist, dass einer meiner Gegner es schafft, mein Gardevoir einzufrieren, dann habe ich meistens verloren. Oder wenn es halt wirklich Volltreffer gibt. Ansonsten habe ich keine Probleme. Gut. Ich würde sagen, aufräumen. Erstmal ein bisschen hier aufräumen hier. Hier wohne ich, wenn wir es hier verteidigungsmäßig haben wollen, dann brauchen wir eigentlich gar nicht so viel machen hier. Ich will aber trotzdem hier mal ein bisschen aufräumen. Jo. Gut, müssen wir mal gucken, was wir machen. Aktuell eigentlich ganz gut, wenn wir den Boden wegmachen und das schon mal aufräumen.
Obwohl, bis jetzt machst du das mit dem Boden eigentlich. Dann könnte ich mit der Schaufel schon mal... Oh wei, bitte nicht. Ich mach's anders. Wir räumen jetzt erstmal den ganzen Müll auf. Bevor ich nämlich jetzt mit der Steinschaufel auf Level 1 hier anfange, alles hier abzugrasen. Der Schaufel Level 1 ist echt für den Arsch. Ich kann den ganzen Kram nicht reparieren, ne? Wir müssen dringend irgendwie was bauen. Ja. Wo wir Reparaturkits herkriegen. Ich bin ja froh, dass ich eine Eisenspitzhacke Level 3 gefunden habe. Auf jeden Fall noch mal Dingsbums bauen. Eine Treppe nach oben für die Kirche. Mhm. Will er nämlich oben noch hin. Aber habe ich schon. Bin schon dran. Können wir ja später mal schicker machen. Ja. Jetzt ist es erstmal so provisorisch, dass ich da oben dran komme und gucken, was da drin ist. Die Frage, ne? Wir könnten natürlich gucken, dass wir hier was bauen. Hier so in dieser Richtung. Würde mir ganz gut gefallen. Frage ist jetzt halt nur...
So, würde das theoretisch so ausreichen? Ja. Nein. Würde mir ganz gut gefallen. Das ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Lassen wir das einfach so, wie es ist. Ja. Gut. Ich weiß ja nicht, was es mit diesem einen Dingsbums hier auf sich hat, aber ich finde das komisch. Ja, hätte was, da könnte was drin sein, aber ich glaube nicht. Nee, nicht bei 5000er Dingsbums. Nee, dann nicht. Okay. Hast du Lust, mir zu helfen? Du weißt, was auf uns zukommt. Ja, dann schon wieder. Können wir auch später noch machen. Ja, ja. Ich würde sagen, morgen machen wir erst noch mal ein paar Quests vielleicht. Ja, würde ich auch sagen. Ich muss auch mal wieder Ghost of Tsushima weiterspielen. Aber es gibt so viele Spiele aktuell, die ich zocken will. Und wenn ich dann Zeit habe zu zocken, mache ich es nicht, weil ich mich eigentlich eher erholen will. Ich bin halt echt am Überlegen, ob die Treppe auf der anderen Seite nicht besser wäre. Die Stützbalken können in meinen Augen theoretisch da drin bleiben. Ja, sieht ganz gut aus so. Und die Rollstuhl nicht. Kann sein, dass wir draußen wieder Besuch haben. Muss ich gucken, warte.